Hallo, liebe Freunde des Kanals. Heute ist der 18. Juni 2022. Wir sind im Merzdorf. Höhe ehemaligen Kindergarten. Jetzt wohl eine Arztpraxis. Wir gucken noch mal, wie hoch der Wasserstand ist. So. Es wird langsam wieder eng. Ganz oben dort, wo das grüne Gras ist, sieht man noch einen älteren Wasserstand. Jetzt geht es rucki zucki. Was aber auffällt gegenüber vor ist, ja, es ist noch ziemlich viel Fluss im Fluss sozusagen. Jetzt befinden wir uns auf der Brücke. Es ist momentan nicht erlaubt, ab vor 20 Uhr Wasser zu entnehmen. Warum überhaupt hier noch es erlaubt ist, Wasser zu entnehmen, ist mir ein Rätsel. Mal schauen, ob noch jemand Wasser entnimmt. Ich will noch mal darauf hinweisen, die Stadt Cottbus weigert sich, den alten Wasserstand von vor 3 Jahren wiederherzustellen. Das hat nichts mit Regenmenge zu tun oder irgendetwas Sinnvollen. Sie weigern sich einfach und begründen es nicht. Ich kann mir zwar denken, warum, aber es ist ja nicht meine Aufgabe, das hier zu äußern. So, in diesem Rohr, wir haben es jetzt 19.30 Uhr circa, am Geräusch leicht zu empören, wird Wasser entnommen. Ich werde mal die Polizei rufen müssen. Na, Muppi-Maus? Eine kleine Muppi-Maus bist du, ne? So, ich habe mich jetzt mit den Herren unterhalten. Der war erstmal soweit einsichtig. Wir sind uns beide einig, dass da mehr die Stadt dran schuld ist an diesem Zustand. Und da drüben hört man wunderbar die Pumpe laufen. Es wurde also keine Rücksicht aufs Wassereinnahmeverbot genommen. Diese Pumpe ist es. Ich hoffe, man hört es. Wir sind hier zwischen Hammergraben und Praxis.